Deutschland hat eine Reformliste gestern an die Institutionen geschickt, 46 Seiten. Haben Sie einen Kommentar hierher? Ich tue mir ein bisschen schwer, diese Liste jetzt zu kommentieren, weil sie uns noch nicht vorliegt. Diese Liste kam etwas überraschend, nachdem wir monatelang inzwischen warten auf konkrete, detaillierte griechische Vorschläge. Sollen sie nun da sein? Sie werden verstehen, dass ich an dieser Stelle natürlich nicht kommentieren kann, was mir noch nicht vorliegt. Wenn ich allerdings zugrunde lege, was es dazu an Kommentaren, Inhaltsbeschreibungen, Einschätzungen aus Athen seitens griechischer Regierungsvertreter gibt, dann drängt sich mir allerdings der Eindruck auf, dass diese Liste nicht die letzte Lösung des Problems sein wird. Das muss man sich allerdings im Einzelnen anschauen. Das ist aber vielleicht jetzt auch gar nicht so relevant, weil Sie wissen, dass am Montag die drei Institutionen sich eben aufgrund der Tatsache, dass Griechenland über Monate nichts geliefert hat, die drei Institutionen sich darauf verständigt haben, einen eigenen Vorschlag zu unterbreiten. Diese Gespräche sind im Gange und dieser Vorschlag der drei Institutionen wird für uns die relevante Gesprächsgrundlage sein. Die Verhandlungen, die im Moment stattfinden zwischen Geldgebern und griechischer Regierung, könnten die auf eine nochmalige Verlängerung des aktuellen Hilfsprogramms hinauslaufen? Können Sie dazu schon was sagen? Und das wäre ja dann auch über Ende Juni hinaus. Und wenn ja, rechtfertigt das oder ist das gerechtfertigt Ihrer Meinung nach oder nach Meinung der Regierung angesichts der Reformzusagen, von denen wir schon gesprochen haben? Solche Szenarien sind uns nicht bekannt. Meines Wissens sind sie auch nicht in den entsprechenden Gesprächsformaten, etwa der Eurogruppe oder der Euro-Arbeitsgruppe, unterbreitet worden. Und ich weise nur noch einmal darauf hin, dass das gegenwärtige Programm zum 30. Juni 2015 enden wird. Was legitimiert die Bundeskanzlerin, solche Alleingänge zu unternehmen, wie den am vorigen Montag gemeinsam mit François Hollande in Bezug auf Griechenland? Und zwar wobei das auch eine Übergehung des sowohl des der Eurogroup als auch des Europäischen Rates ist. Es gibt keine Alleingänge und deswegen muss ich schon die Prämisse Ihrer Frage zurückweisen. Es gibt keine Alleingänge. Was es gibt, ist ein enger Kontakt der Bundeskanzlerin, im Übrigen auch des französischen Präsidenten, mit den europäischen Partnern, mit den Institutionen, mit der griechischen Regierung. Dazu zählt zum Beispiel auch das Gespräch, das am Montagabend im Kanzleramt stattgefunden hat. Es ging am Montagabend nicht um Entscheidungen, es ging um eine gemeinsame Bestandsaufnahme gewissermaßen über den Stand der Gespräche zwischen den Institutionen und der griechischen Regierung. Deutschland und Frankreich ist es wichtig, dass die Institutionen eine gemeinsame Position erarbeitet haben und dass sie darüber mit der griechischen Seite sprechen. Und Gott sei Dank laufen diese Gespräche. Es gilt nach wie vor, eine Vereinbarung muss geschlossen werden zwischen Griechenland und den Institutionen, das berühmte Staff-Level-Agreement. Und das kann dann erst die Basis für Entscheidungen sein. Und die sind natürlich im Rahmen der Eurogruppe zu treffen. Und im Übrigen ist die Bundeskanzlerin, ist der Bundesfinanzminister in engstem Kontakt mit anderen Akteuren innerhalb des Europäischen Rates, mit anderen Ministern,